Liebe Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter der Geschäftsstelle in Berlin, liebe Freunde. Eine Videobotschaft des DGAO-Vorsitzenden ist ungewöhnlich. Die Zeit, in der wir leben und die Herausforderung, die diese ungeahnte Pandemie auf uns stellt, ist aber auch ungewöhnlich. Und ich möchte die Gelegenheit mit dieser Videobotschaft nutzen, Ihnen einen Gruß von der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie zu überbringen und Sie gleichzeitig darüber zu informieren, was in der Geschäftsstelle gerade in Zeiten der Pandemie als Aufgabe auf uns zugekommen ist. Sicherlich ist die wichtigste Aufgabe, die wir als Hämatologen, medizinische Onkologen haben, eine ganz andere. Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Krebspatienten alle Therapien, die sie auch in normalen Zeiten bekommen können, so weit als möglich, und dass damit ihnen die kurativen Therapien, aber auch die palliativen Therapien, die ihr Leben verlängern können, erhalten. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, in unseren Praxen und Kliniken unsere Patienten vor dieser Infektion zu schützen, weil wir wissen, dass die Immunsuppression durch Therapie und Krankheit ein ganz, ganz besonderer Risikofaktor ist, der einen schweren Verlauf einer solchen Infektion vorhersagen könnte. Der neue Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie ist erst seit Januar im Amt. Wir haben nach der Übergabe durch den alten Vorstand mit viel Elan und Freude und fantastischer Unterstützung der Geschäftsstelle in Berlin unsere Arbeit begonnen. Die ersten Sitzungen durchgeführt und waren dann auch gemeinsam auf der Juniorakademie in Seon, die ja als Jubiläumsakademie einen ganz besonderen Charakter hatte. 35 junge Kolleginnen und Kollegen haben an der Juniorakademie teilgenommen. 8 von ihnen sind inzwischen in DGAO eingetreten und werden damit sicherlich langfristig auch in unserem Fach bleiben. Dieses Ereignis hat großen Spaß gemacht. Es hat große Freude gemacht zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Begeisterung sowohl unsere Dozierenden, die seit 10 Jahren diese Akademie betreuen, wie aber auch die Studierenden und jungen Ärztinnen und Ärzte dieser Herausforderung angenommen haben. Geplant war dann als nächstes Ereignis im März die Frühjahrstagung, die wir aber relativ frühzeitig, als das Ausmaß der Pandemie sich anzudeuten schien, abgesagt haben. Dies ist deswegen schade, weil wir an beiden Tagen, sowohl dem wissenschaftlichen Tag wie dem eher gesundheitspolitischen Tag, sehr gute Referenten und Referentinnen gewinnen konnten, ein tolles Programm aufgestellt hatten. Wir haben uns entschieden, dass Ende November, genau am 24. November in Berlin, ein Thema, nämlich das gesundheitspolitische Thema, besonders aufgegriffen wird. Das Thema Ökonomie und Werte in Praxis, Krankenhaus und Pflege. Gerade in und nach der Corona-Krise wird dieses Thema für unser Fach eine ganz besondere Bedeutung haben. Und gleichzeitig haben wir die Referenten aufgefordert, uns zu unterstützen, einen Band unserer gesundheitspolitischen Schriftenreihe zu genau diesem Thema zu verfassen. Ein zweiter Band wird die Pflege aufgreifen, und zwar die Umfrage unter den Pflegenden der Onkologie, die von uns durchgeführt wurde und die sehr wichtige und interessante Ergebnisse gebracht hat. Wir werden auch versuchen, in Zeiten der Corona-Krise dies zunächst als Dokument zu erstellen und vielleicht später im Rahmen einer Tagung wieder aufzunehmen. Die Pandemie hat die Geschäftsstelle auch vor besondere Herausforderungen gestellt. Zum einen, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle arbeiten weiterhin und sind alle im Homeoffice, für sie erreichbar und ansprechbar. Zum anderen haben wir uns aber, und hier bin ich Professor Wörmann, dem medizinischen Leiter der Geschäftsstelle, sehr dankbar, in ganz besonderer Weise der Herausforderung gestellt, unter unseren Mitgliedern, unter den Experten, für unsere Patienten und für unsere Mitglieder sehr, sehr schnell Richtlinien und Hinweise zu erstellen, wie mit den Erkrankungen unserer Patienten, aber der besonderen Situation in Zeiten der Corona-Krise umzugehen ist. Unter anderem haben wir sehr schnell Leitlinien in Onkopedia eingestellt. Wir haben zusätzlich die krankheitsbezogenen Leitlinien bei inzwischen 58 Entitäten ergänzen können, um Covid-spezifische Hinweise. Wir haben Hinweise für die Quarantäne der Patienten ausgegeben. Wir haben Pressemitteilungen, die sehr breit angenommen worden sind und wiedergegeben worden sind, erstellt, unter anderem auch zu der Frage der Testung von Patienten und vor allem natürlich unserem Engagement dafür, dass Therapien für diese Patienten weiter wie bisher durchgeführt werden können. Mehr als 100 Experten haben sich an einer Umfrage beteiligt, um für einzelne onkologische Medikamente Hinweise zu geben, wie diese jetzt einzusetzen sind und natürlich auch Fragen zu beantworten, ob man eine Therapie, wenn es der Krankheitsstatus erlaubt, derzeit verschieben oder aussetzen kann.
Die Hinweise der DGAO auf der Oncopedia-Plattform haben mehr als 1000 Zugriffe pro Tag, sind also weitaus mehr nachgefragt im Moment als alle entitätsspezifischen Leitlinien. In ganz anderer Weise hat sich unsere Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs genau diesen Patienten gewidmet, über Webinare, Webhinweise und natürlich auch die üblichen Pressemitteilungen. Für das Engagement in dieser Zeit und für den ganz engen Kontakt, den wir über wöchentliche Videokonferenzen zwischen Vorstand und Geschäftsstelle halten können, auch dafür, dass die Arbeit unserer Arbeitsgruppen, zum Beispiel der Arbeitsgruppe Ärztliche Weiterbildung, normal weiterläuft, bin ich den Mitarbeitern in Berlin sehr dankbar. Zum Abschluss möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest wünschen, auch in dieser Zeit. Lassen Sie den Optimismus des Osterfestes gerade dieses Jahr in Ihre Herzen, in der Gewissheit, dass wir gemeinsam für unsere Patienten, aber auch für die uns anvertrauten Mitarbeiter und unsere Angehörigen diese schwere Krise meistern werden. Und für mich auch in der Gewissheit, dass wir uns dann hoffentlich bald auf einer Jahrestagung der DGAO wiedersehen werden und gemeinsam sprechen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Lorenz Trümper, geschäftsführender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie.